Anastro rogaje govolando, colibri dorado, chi trajo la nostra tal, un mevo amanecer. Willkommen zum Tutorial zu Colibri Dorado. Der erste Akkord ist ein Cis-Moll. Den greife ich sozusagen im vierten Bund. Ja, quasi ein A-Moll, vierten Bund. Ja. Der zweite Akkord ist ein B-Moll, B-Dur. Zweiten Bund. Und den schiebe ich dann einfach rein zum A-Dur. Im nullten Bund, ne? Ganz klassisch, wie man es kennt. Drei Finger auf dem Griffbrett und dann wieder zurück über B-Moll zum Cis-Moll. Ja, jetzt die Feinheiten. Also wird es sich so anhören. Jetzt auch nicht Barré, sondern habe unten die E-Saite und die hohe E und die tiefe E-Saite schon mal offen und greife quasi nur am vierten Bund auf der A-Saite und dann den Rest halt von dem der A-Moll-Schablone. Jetzt kann man das noch vereinfachen oder ein bisschen schöner machen, indem ich jetzt diesen Finger her, diesen, der halt das Dur-Moll ausmacht, in dem Fall einfach mal runter nehme. Und quasi jetzt dieses Gerät und Muster. Cis-Moll. Naja, das war jetzt hier nach Adam Ries. Wenn wir jetzt ein Cis haben und hier unten die B-Seite mit drin als offenen Ton, wäre das ein Cis-Moll 7. Ja, ist mal egal, dahingestellt, klingt gut. Oder man kann am Anfang vielleicht oben den drauf machen her. Ne? Aber spätestens jetzt bei dem B-Moll, B-Dur. Habe ich den offen, habe ich hier nur die zwei Finger und habe unten die B-Seite und die E-Seite offen und erst hier auf der G-Seite den Finger im vierten und auf der D-Seite im vierten den Finger und dann hier auf der nächsten der A-Seite im zweiten den Finger und die E-Seite, die fette, ist wieder mal offen und das schiebe ich jetzt einfach rein zum A-Dur, ne? Wäre jetzt hier beim habe jetzt hier unten auch noch die E-Saite offen, also es ist jetzt kein A-Dur, sondern ja, ein A-Sus 2, ne? A-Dur-Sus 2. Okay, aber das wäre auch nie ganz korrekt, weil in dem Moment, wenn ich jetzt einen Sus habe, habe ich ja einen Vorhalt, also A-Sus 2 ist jetzt weder Dur noch Moll. So. Ja, und dann gehe ich wieder zurück zu dem Griff zum Cis-Moll, ne? Anastro rogaje govolando, colibri dorado, chi trajo la nostra tal, un nuevo amanecer. Zusammenfassend, bei dem Cis-Moll mache ich den kleinen Finger drauf, der Dur-Moll macht. Und bei den anderen mache ich den runter und lasse einfach die drei Finger quasi drauf und gucke mal, was sich ergibt. Bei dem B ist es zum Beispiel so ein Ding. Habe ich die B-Seite, habe ich, ist in dem Fall diese offene B-Seite hier unten der Grundton. Und bei dem A-Dur passt das ja auch ganz gut, wenn man guckt, ne? A, B, ne? 8, 9, das ist jetzt ein A9, ne? Das klingt auch gut. Ne? Dann sind wir wieder an Homebase. So. Ich mache noch ein zweites Video, da machen wir noch einen anderen Weg. Bis dann.